Good morning, ladies and gentlemen, aus New York, an diesem frühen Morgen. Frühen Morgen hier in Deutschland und frühen Morgen in New York. Und ja, wir haben ein bisschen was zu tun, ne? Die aktuelle Fahndung ist da. Ich starte das Ganze, also Two Bridges ist jetzt am Start und ich starte mit 23%, weil wo normale Seiten 25 stehen müssen. Ich hoffe, das wird im nachträglich noch gemacht. Ich habe eigentlich keinen Bock, die Fahndung dann nochmal zu machen, aber... Es ist, wie es ist, ne? Wir werden sehen. Wir werden sehen, was wir nach der Fahndung für eine Prozentzahl haben. Vielleicht ergibt sich ja da irgendwas. Auf jeden Fall starten wir hier mit... Oh, hier haben wir einen an der Decke weg von uns. Okay, wir starten in Two Bridges am Kontrollpunkt entgleist. Und gehen das Ganze mit meinem neuen Stürmerhybrid... Fertigkeiten-Stürmerhybrid-Bild an. Und ja... Schauen wir mal, ne? Mal ein gutes Plätzchen finden und let's go. Oh, warte, warte. Ja, heute Morgen noch nicht angehabt. Brauchen wir erstmal so ein paar Minuten, um wieder reinzukommen, richtig? Okay. Ah, okay. Das ist auch ein ziemlich cooler Kontrollpunkt. Oh, jetzt krieg ich hier Hilfe. Oh, der ist knapp. Okay, mal gucken, wo der rumlungert. Ich habe tatsächlich ein bisschen zu viel Akku. Fühlt. Kriechen die Seite. Ist das einzige, was ziemlich hart ist, wenn man ohne die Map spielt. Okay. So. Oh, ernsthaft? Kriegen wir jetzt echt noch den Besuch hier? Okay. Oh, verdammt. Oh nein, jetzt verblute ich, oder? Ja, jetzt verblute ich. Ach, das ist doch für ein Arsch. So. Hier sind wir wieder. Natürlich sind wir so bescheuert gestorben eben. Also, oh, okay. Ja, das ist lustig. Okay, wo ist der Captain von denen? Ihr wisst ja, von den... Oh, da ist er. Und den Riker hast du hier immer diese Kommandeure, die anderen mit einer Bonusrüstung versehen. Das ist natürlich besonders bitter. Oh ne. Noch klein.
Kondensator, so wie sie ist hier, ist einfach ein Brett, gell? Also da braucht man nicht drüber zu reden. Hier ist der nächste direkt. Da, Schaden gehen, ungedeckte Ziele drauf. Das ist einfach unfassbar stark. Da ist wieder einer. Könnt ihr mal ausmachen, dann hat sich immer irgendwo... Oh. Da hat sich irgendwo immer noch einer versteckt. Ja. Okay. Ja, das ist okay. Okay. Holen wir die gerade zurück. Sollte das eigentlich ausreichen mit dem Cooldown. Und ab hoch hier. Hier oben ist bei der Verteidigung ist hier ein geiler Spot. Wenn... Oh. Ah, ja gut, ja. Oh. Ja, das ist gut. Lass das Ding fallen. Geil ist, dass man echt so einen guten Waffenschaden macht damit. Und trotzdem hast du die Skills, die dich unterstützen. Bohnen und Geschütz ist so das Obligatorische, ne? Was man meistens halt mitnimmt, weil einfach, also einfach zu gut sind, die Skills. Ne? Ist halt auch dem Spiel geschuldet. Wir hatten mal gestern im Stream, hatten wir die Rede von, wie gut doch die Skills. Die Fertigkeiten in Division 1 waren, ne? Im Vergleich. Und dass so viele von denen hier in Division 2 richtig geil wären. So. Ja, was macht Kelso in Two Bridges? Wieder wegrufen. So, jetzt sind wir wenigstens schon mal über die 25. Ja, gucken wir mal. Ich glaube, das wird sich eh nicht anpassen. Nachher haben wir was hier 48% oder so. Mal gucken. Schauen wir mal. Kurz gucken, was für einen Schrott wir bekommen haben hier. Schön, wenn man gerade nach nichts sucht und einfach nur hier, zack, alles zerlegen kann. Ja, die Ressourcen. Vorne noch. Okay. So. Guck mal, dann wird es wahrscheinlich ein Kopfgeld sein, ja. Zorn des Schmieds. Let's go. Oh, der ist direkt hier. Das ist nice. Gar nichts schnippeln hier. Direkt los. Na, nicht nerven. Also immer richtig hier, weil das Einzugsgebiet so riesig ist. Ich glaube hier.
Cover zu Cover kommst du ohne Schild am besten durch. So. Es ist aber auch echt ein Graus, wenn man so ewig lang ewig lang zoomen muss. Einfach hier, ach, das hier sieht auf jeden Fall gut aus. Das sieht richtig aus. Oh! Mir die ganzen gelben Mobs, was ich nicht verstehen kann. Okay, wo will er uns herhaben? Also das hier ist jetzt, ich wüsste jetzt nicht, wie wir von dem Spot eben ganz einfach dahin gekommen wären. Ohne, dass ich hier eine halbe Weltreise machen muss. Ah. Dazu. Ne, natürlich nicht. So, mitnehmen. Oh, er kommt ein paar Cleaner. Ja. Oh, wow, von wo? Wieder nicht gesehen. Ah, da hinten geht wieder steil. Oh, das ist ein Dicker. Schön hin auf die Gasflaschen, die der da hat, und dann ist Feierabend. So. Okay, das war's hier, ne? Nicht vergessen, aufheben, spart Cooldown-Zeit. Jetzt was wieder außenrum. Also das Kopfgeld hier ist echt echt ein bisschen, ja, ein bisschen tricky. Was wir mitnehmen können, nehmen wir natürlich mit. Mal hier. Und noch hier hin. Das ist eine gute Posi. Das war ein guter Spot für die beiden Bosse. Warum ich komme zusammen. Ja, sehr gut. Weil der konnte ja gar nichts. Das finde ich halt auch so schade, dass die wirklich nichts können, die Bosse, ne? Die haben einfach, einfach, wow. Stimmt, mit einer Nadelpistole. Komm, warum treffe ich, oh, ne, ne. Oh, jetzt. Einmal rum.
Okay, das waren beide, sehr gut. Okay. Weiter geht's. Kurz hier den Schrott mitnehmen. Beziehungsweise die Ressourcen. So, und dann schauen wir mal hier, gell? Okay, Brooklyn Bridge hat sehr geiler Kontrollpunkt. Sehr geiler Kontrollpunkt. Oder gehen wir aber von vom Safe House aus. Vielleicht geht's dann über die Brooklyn Bridge. Endlich dann mal hier ab nach Brooklyn. Okay. Müssen wir von hier schon angehen? Und ich packe ich wieder ein, weil wir uns ein bisschen weiter nach vorne stellen. Noch weiter. So, hier ist ganz okay. Wo ist der Dingens wieder? Da, wo der Sergeant von denen ist, die da im Buffen ist? Da oben. Okay. Was sagen, die können werfen. So, das Ding ist auch weg. Na. Sehr gut. Müsste ich normalerweise geschützt ein bisschen weiter hier positionieren. Deswegen rufen wir das jetzt schon zurück. Kein Bock zurück zu laufen. Können dann eigentlich hier. Oh ne, noch nicht hoch. Oh, uncool. Ah, das ist eh der Boss. Ja, sehr gut. Schnell den Krempel holen und dann. Geh mal hoch. Echt? Ja, das hier ist gut. Beziehungsweise, er kann da werkeln. Wir gehen hier hin. So krass, was die Damage für die Kondensator. In dem Bild, wo die Fertigkeiten noch stark sind, ne? Überlegt euch, wir haben hier. Wir haben 5 Fertigkeitenringe. Das ist schon krass. Oh! Ich sehe wieder nichts. Ah, von hier, okay. Ah, jetzt macht er das nicht.
Das ist genau das Richtige für Leute, die gerne mit Fertigkeiten spielen und Damage machen und eventuell Bock auf Stürmerbild haben. Aber wo hängen wir jetzt rum? Okay. Immer noch schön dran. Wirkzeit ist halt alles beim Geschütz, ne? Wenn du das gut positioniert hast, hast du permanenten, kontinuierlichen Damage auf den Gegnern. Oh, wo ballert's hin? Sehr gut. Nicht gesehen. Oh, eine Exo. Ein Exo-Drop hatte Papa. Selten genug. Für alle, die es nicht wissen, die Chance, dass hier so ein normaler Mob eine Exo droppt, liegt bei unter 1%. Das ist auch exakt die Chance, die Adlerträger und die Revenants in der Dark Zone haben. Und die Bighorn. Ne, die können ja auch in der Dark Zone fallen. Und das ist exakt die gleiche Chance. Heißt, möglich ist alles, ne? Aber Dark Zone ist halt leider kein Happy Place, ne? Na komm. So. Oh, Rogue Agents. Aber ich muss kurz hin, weil ich brauche schnell Muni. Okay, die kommen von hinten. Das heißt, wir haben ein bisschen Zeit hier. Mal gucken. Die Diamantklapperschlange. Die kriegt er normalerweise nur im Kenley College, wenn. Also da garantiert. So, okay. Ja. Bin irgendwo hin, wo hier? Ja, okay, jetzt ist er down. Ja, jetzt ist er down. Wo will der andere hin? Oh, Black Task genervt. Oh. Muss mich kurz ein bisschen umpositionieren. Das Sniper-Geschütz nervt mich ein bisschen. Beziehungsweise die doppelten, ne? Ja. Oh, easy. Wir haben aber noch was getriggert hier, gell? Okay. Und die Variante hier, die ich gerade spiele, ne? Die könnt ihr auch, sehr gut, ganz einfach, wenn im Detail seht das in dem Video, ne? Wenn ich das raushaue. Aber ihr könnt halt auch geil statt dem Stürmer-Rucksack einfach den Ninja-Bike nehmen und habt dann durch dann drei Teile Brazos, habt ihr dann nochmal mehr Munition in der Kondensator und so, ne? Also ihr habt ein bisschen weniger Damage. Dafür habt ihr mehr Munition drin und könnt so noch ein bisschen was rausholen. Je nachdem, wie ihr Bock habt, ne? Mal kurz gucken. Ach ne, da war ja hier. Oh, ich war lange nicht hier. Dodele. Ein bisschen Muni und dann schauen wir mal, wo wir hin müssen. Kopfgeld wieder.
Einen Hunde. Auch direkt hier. Okay, gucken wir mal. Target near you. Oh, das ist das. Oh, jetzt muss ich überlegen. Hier war, wo war das nochmal? Hier sind wir früher immer voll auf die Kopfgeller gelaufen. Jetzt ist irgendein Weg, da kommst du auf den Innenhof. Was hier? Ah, ich meine aber hier. Okay. Ja, das ist das. Okay, komm direkt. Nochmal Unterstützung raus. Ist das ja auch direkt der Endspot? Ne, ist das der Endspot. Da geht's noch weiter, meine ich. Da geht's da hinten weiter. Target spotted, doch? Ja, einer von denen, okay. Shaggy. Wo ist Scooby? Oh, ein Dicker. Oh, der hat sich schön gedreht da hinten. Oh, der hat sich schön gedreht. Ja. Das war gut jetzt. Wir haben noch ein paar Fischfuttermobs mitgebracht von uns. Aber schickt uns doch raus, ne? Wenn hier war, hier ging es normalerweise noch weiter. Ich habe mich aber täuscht. Ich habe ewig nicht hier einen Kopfgeld gemacht. Mal hier. Das ist ja doch richtig so. Und dann musst du wieder raus. Da startet es. Okay. Ja, doch, das war so, ne? Ich erinnere mich vage. Oh. Okay. Ich glaube zwar nicht, dass sie dazugehören, aber... Nützt ja nichts. Was ist der Sergeant von denen? Hey, Drohne macht ihn fertig. That's your target, oder? Das ist aber weit weg. Müssen wir aber nochmal kurz umpositionieren. Ach, das ist der Spot, meine ich. Ich hoffe, die kommen beide da. Scheiß Drohnenfuzzi. Okay, dann gehen wir hier hoch. Gutes Sushi Bar. Sehr gut. Oh, okay.
Ja. Ich hoffe, dass der andere auch noch hier kommt. In der nächsten Welle. Ein Baller, ach so. Ja, das wird mit der zweiten Welle hier sein. Ist aber doof, deine Entdeckung. Okay. Wir müssen doch noch ein bisschen laufen. Okay. Krass, hätte jetzt gedacht, hier wäre der Endfight. Ach, da genau. Was hat nicht hier oben hoch? Ich glaube, dabei hier hoch. Nee, sehr gut. Ja. Jetzt sind wir safe. Wo ist der Reiser? Amüsieren? Okay. Ich hoffe, die Leute zu buffen. Nein. Uncool. Oh, was ein Glück. Kommt ein Cleaner hier hoch, ich fass es nicht. Wieder nicht gesehen im Rücken, ne? Bitte. Hey. Okay, Einsatz verfügbar. Notunterkunft. 42%, ja. Schaut euch. Das werden keine 8% sein. Das werden keine 8% sein. Mal gucken. Okay, dann ab zum gestandenen Tanker. Dann mal von da aus hoch. Mission Fahndung 2. Schauen wir mal. Ah, schönes Silberarmband aus dem Mülleimer gezogen. So gehört sich das. Ja, ah, fuck. Ich stehe extrem scheiße. Ach nee, hier drin habe ich mich schon verlaufen. Oft genug, glaube ich. Oh, hier werden Erinnerungen wach. Nehmen wir mal als Zusatzloot immer noch in der Open World dieser Loot kriegt, ne? Anderen Kram haben sie verbessert. Aber vieles kriegst du trotzdem einfach noch lila Loot, gell? Oh! Das ist auf dem Dach, glaube ich. Und uns hochfighten. Das ist doch wo normal.
wo der Cleaner-Kram ist, ne? Oh, fuck. Oh, uncool. Oh, nicht cool. Wow, der war knapp, Daniel. Hi, Devitska! Ah, das ist doch hier. Was ist das? Und bis aufs Dach müssen. Immer mal mitnehmen. Besser ist. Warum kann ich hier nicht in Deckung, ne? Die Seite geht, andere geht nicht. Einfach in die Tür stellen. Glaube ich, mit der MP besser beraten. Ja, wir müssen hoch. Wir müssen weiter hoch. Schlange drin in dem brennenden Gebäude. Geil. Erinnert so ein bisschen an Division 1 an Amherst Apartment. Oh! Let's go! Na? Der scheiß Minitank. Oh, die scheiß Minitanks. Hey, mal kurz. Hey, gut. Drohnen und Geschütz haben den Boss erledigt. So gehört sich das. Die kannst du auch mal ruhig abstellen, die da die wir erledigen sollen, ne? Das ist echt gut. Ah, wir müssen hier hoch. Jetzt sind nix. Oh. Ja, und jetzt runterlaufen. Nimm die Liebsten. So, drauf. Okay. Hat mir nicht 23%? 23 zu 25 sind 2. Jetzt fehlen mir glatte 3. Hm. Hoffen wir, wenn die Kommentare wieder bei euch aussieht. Die von euch, die Glück hatten, die bei der ersten Verhandlung direkt 25% hatten. Hoffen wir mal raus, ob ihr 49 habt oder ob ihr wirklich glatt auf den 50 seid. Ist storymäßig auch gerade ein bisschen schwer dünn, ja? Oder meine ich halt nur? Aber wir gehen mal nach Haven. Gucken mal, ob wir irgendwas triggern können unten. Ja, und ansonsten warten wir auf die nächste, gell? Bin mal gespannt, was ihr sagt. Ja. Okay. So viel dazu, ne? Ja, Leute, dann war's das.
Vielen lieben Dank, dass ihr bis hierhin da wart. Haut mir, wie gesagt, mal in die Kommentare, was ihr da, wie eure Prozente aussehen, wie ihr den Teil der Fahndung hier fandet. Wie ihr den Teil der Fahndung hier fandet. So. Und wir sehen uns im nächsten Video, Leute. Vielen lieben Dank und bis dahin. Ciao.